Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Frieden im Herzen, ein Geschenk von Jesus. Niemand kann uns so einen Frieden geben und das ist wunderbar. Und das macht uns stark und ohne Furcht, so steht es da. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Ja, Gott beschützt dich. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gott beschützt dich. Da steht im Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren, und rettet sie aus der Gefahr. Ja, das ist so wunderbar. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz. Wir sollen Gott anbeten, nicht die Engel. Aber Gott hat die Engel, um uns zu beschützen. Wir dürfen Gott wirklich dafür danken. Und mir ist das so ein markantes Beispiel vor Augen. Vor vielen, vielen Jahren waren wir unterwegs und uns kam ein LKW entgegen in einer Kurve, wo für uns rechts Abhang runter ging. Also es war keine ebene Fläche und den LKW hat in dem Moment in der Kurve ein Auto überholt. Bremsen war eigentlich nicht mehr möglich, Platz war auch keiner da. Und ja, das Auto hat den LKW überholt. Wir waren praktisch drei Fahrzeuge nebeneinander und es hat gereicht. Wir wissen nicht wie. Und das sind solche Dinge, wo wir wirklich sagen, wow, Gott hat wirklich seine Engel geschickt, um uns zu beschützen und zu bewahren. Und das ist auch für dich da. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wunderbar ein ganzes Schutzkonzept für uns hast. Herr, danke, Herr, dass wir uns, Herr, auch unter dein Blut stellen dürfen, was auch der Schutz ist, Herr, in der geistlichen Welt, Herr, aber auch in der physikalischen Welt. Herr, dürfen wir erleben deinen Schutz. Dafür danken wir dir. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Guten Tag, bitte beten Sie für mich. Ich bin seit 8 Jahren schwer krank. Ich bin auf alles allergisch, kann kaum noch etwas essen, kann das Haus seitdem auch nicht verlassen, da ich auf sämtliche Düfte und Abgase, Parfüm, Waschmittel, Weichspüler, Deo und so weiter reagiere. Bitte helft mir und betet für mich. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst. Und ich danke dir, dass du dieses Immunsystem, das so durcheinander ist, wieder in die richtige Ordnung bringst. Danke, Jesus, dass alles in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkehrt. Du bist ein Gott der Wiederherstellung. Und ich danke dir, dass du diese Person berührst, dass diese Allergien aufhören und entmachtet sind im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass diese Person frei ist von allen Allergien und dass der Körper wieder normal reagiert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns dieses Gebetsanliegen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin 46 Jahre alt und leide seit mehreren Jahren an Arthrose im 5. und 6. Halswirbel, was schmerzhafte Symptome zur Folge hat. Des Weiteren leide ich seit 2 Jahren an Missempfindungen im Bereich des Gaumens und der Zunge. Kein Arzt, wo ich bisher war, hat eine Lösung. Sie sagen, dass sich die Zahnstellung verändert hat und die Zunge somit weniger Platz hätte. Es wäre schön, wenn ihr dafür mitbeten könntet. Und das wollen wir tun. Jesus, und ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der seit Jahren unter Arthrose leidet. Und ich danke dir, dass du auch für diese Arthrose ans Kreuz gegangen bist und dass sie
wirklich geheilt ist durch deine Wunden am Kreuz. Und ich danke dir, dass das auch in Existenz kommt, dass diese Arthrose verschwindet. Amen. Und ich danke dir auch für die Missempfindungen im Gaumen und der Zunge, dass das aufhört. Danke, Jesus, dass du die Ursache kennst und auch die Ursache beheben kannst. Ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst und dass du das an die richtige Stellung zurückbringst und in die richtige Ordnung. Ich danke dir, Jesus, dass dieser Mann heil sein darf, so wie du ihn geschaffen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, lass es uns wissen, die Infos sind eingeblendet. Eine Familie bittet um Gebetshilfe. Bitte betet für unseren Sohn, wir haben erfahren, dass er Drogen nimmt und auch damit dealt. Er hat uns immer von der Firma erzählt, bei der er arbeiten würde. Dabei hat er uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Jetzt haben wir die Wahrheit erfahren, aber nicht von ihm. Er hatte sein Leben bereits vor 13 Jahren Jesus übergeben, hat sich in der damaligen Gemeinde taufen lassen, aber leider ist er von diesem Weg mit Jesus abgekommen. Wir und die ganze Familie machen uns große Sorgen um ihn. Bitte betet mit uns. Ja, wie wunderbar, dass unser Gott wirklich immer die Arme aufhält. Für jeden, der zurückkommt, für jeden, der Hilfe braucht. Auch für diesen Menschen, für diesen Sohn. Und dafür wollen wir beten. Und ich glaube, dass viele Zuschauer, die ähnliche Situation mit ihren Kindern haben, dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass deine Arme offen sind. Herr, dass du immer ein Willkommen hast für jeden, der zurückkommt. Und lass auch diesen Sohn erkennen, Herr, dass der Weg zurück in deine Arme die Lösung ist. Ich danke dir, Herr, lass ihn loskommen von all diesen Drogen und lass ihn erkennen, dass du real bist, dass du nicht so religiös und abstoßend bist, sondern dass du ein liebender Vater bist, der auch ihn liebt und in seine Arme schließen möchte und an sein Herz drücken möchte. Ich danke dir, Herr, lass ihn das erkennen und lass ihn frei werden von all dieser Sucht. Danke. Amen. Per WhatsApp erhielten wir dieses Anliegen. Ich bitte heute um Gebetsunterstützung. Bin 2019 am Herzen operiert worden. Letzten Monat mussten die Drähte wegen Unverträglichkeit entfernt werden. Nun muss ich eine Unmenge Tabletten einnehmen und daher ist mein Magen stark in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem habe ich hohen Blutdruck und eine Augen-OP steht im Oktober auch noch an. Ich bitte Gott von ganzem Herzen, dass er mich vom Scheitel bis zur Sohle heilen möge und nachts wieder ohne Schmerzen und Angstzustände schlafen kann. Ich bin so dankbar für die Sendung Hoffnung um 12. Ja, genau für das beten wir. Von Kopf bis Fuß Heilung. Heil werden, Neues, das was kaputt ist, dass Gott Neues schenkt. Danke Herr, dass du wunderbar, Herr, wirklich von der Haarspitze bis zum Fußzeh, Herr, diesen Menschen durchströmst. Ich danke dir für komplette Heilung, ich danke dir für komplette Wiederherstellung von all dem, was kaputt ist, was krank ist und auch das Herz, Herr, dass es wieder richtig funktioniert, dass es all die Medikamente nicht mehr braucht. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass dort Heilung hineinkommt, Herr. Herr, danke, Herr, nur du kannst es tun. Wir glauben daran, Herr, und danke, Herr, dass du es tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und Gott kümmert sich um alles, so wie es diese Frau erlebt hat. Ich bat um Gebet für eine friedliche Auseinandersetzung mit meinem Bruder wegen einer Erbangelegenheit. Seit 4 Jahren bekam ich entweder keine Antwort auf meine Briefe oder aber diese waren mit Beleidigungen gespickt. Vor 14 Tagen hat er einem gemeinsamen Treffen zugestimmt. Wir hatten ein konstruktives und friedliches Gespräch. Lob und Dank unserem Herrn Jesus. Ja, für Gott ist nichts unmöglich. Aus der Schweiz kommt folgende Gebetserhörung. Beim Gottesdienst in Bern 2019 bat ich um Heilung meines älteren Sohnes.
Er leidet an einer schweren Psychose. Vor einer Woche trafen wir uns. Es geht ihm erstaunlich gut, obwohl er die starken Medikamente nicht mehr einnimmt. Danke dem Herrn. Und wunderbar ist, wenn man wieder schlafen kann, wie diese Frau berichtet. Herzlichen Dank für eure Gebete an Karfreitag. Ich hatte mich wegen meiner Schlafstörungen an euch gewandt. Gott hat eingegriffen. Inzwischen sind die Nächte ruhiger und ich habe keine Atemnot mehr. Vielen Dank für eure Fürbitte. Wie wunderbar, immer wieder Gebetserhörungen zu hören. Ich könnte das so lang zuhören. Und wir haben auch so viele, schau mal auf unserer Webseite vorbei, da haben wir wirklich viele in viele Kategorien aufgeteilt und da findest du bestimmt irgendwie etwas, was auch deiner Not entspricht und du wirst sehen und kannst beten, Herr, du hast es an dieser Person getan, tu es auch bei mir. Und wenn er schon etwas getan hat, lass es uns wissen, die Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp. Ich habe die Geschichte erzählt mit dem Auto, mit dem Gegenverkehr und dem überholenden Auto. Bestimmt ist dir auch eine Geschichte eingefallen, wo du wirklich Bewahrung erlebt hast, wo Unmögliches geschehen ist und du bewahrt worden bist. Wenn dir das jetzt vor Augen ist, dann nimm dir ein paar Minuten Zeit und danke Gott dafür. Und das ist nicht rum, sondern sein Schutz ist auch heute für dich da. Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann schicke uns dein Anliegen. Auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, heute möchte ich dir wieder unser Magazin empfehlen. Abonniere es und hab eine Riesenfreude damit. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Und wir verabschieden uns und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Bis nächste Woche. Alles Gute und wenn du möchtest, Sonntag um 10 Uhr im Livestream. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.